Das wäre jetzt ein bisschen einfach. Die Mehrheit der Deutschen lehnt es ab. Leben Versuche an Menschen mit solcher Technik? Ja, aber wie stellst du dir das eigentlich vor? Schönen guten Morgen zu diesem neuen Video aus der Reihe Julians Worte zum Freitag. Die ein oder anderen von euch haben sich vielleicht gewundert, warum es in der letzten Woche keine Ausgabe von Worte zum Freitag gab. Ich habe es einfach nicht geschafft. Und dann irgendwie sowas noch am Samstag oder am Sonntag hinterher zu ziehen, das wären ja dann die Worte zum Samstag oder zum Sonntag geworden und da gibt es andere Sendungen. Deswegen in dieser Woche eine weitere Folge von Das Wort zum Freitag und ich konnte es ehrlich gesagt gar nicht erwarten, dieses Video für euch aufzunehmen. Musste mich jetzt eben noch schwer zurückhalten, nicht schon eine Minute früher zu beginnen, aber dann hätte ich noch an der Ampel gestanden und ihr hättet dieses Bip, 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 dieses Blinkerklicken vom Citroën, mit dem ich immer noch unterwegs bin, mit wachsender Begeisterung. Es wird jeden Tag besser. Obwohl der ID.3 ja wohl irgendwie so langsam in Sichtweite kommt, dieses Video aufzunehmen. Ich wollte euch einfach dieses Klickern irgendwie ersparen, aber ich muss jetzt einfach loslegen und dann fange ich auch einfach mal an. Es gibt nämlich wieder etwas, was mich in den letzten 14 Tagen irgendwie ganz schön beschäftigt hat, worüber ich mir Gedanken gemacht habe und das will ich in diesem Video einfach mal raushauen. Also bleibt dran. Worum geht es? Ja, es geht um uns. Es geht um uns Deutsche und ich verallgemeinere das jetzt mal. Das ist natürlich nicht gerecht, weil es gibt natürlich ganz viele und sicherlich seid ihr, viele von euch gehören definitiv nicht dazu. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir Deutschen machen uns das mit der Energiewende und der Elektromobilität echt wahnsinnig schwer. Und Auslöser für diese Gedanken war unter anderem eine Umfrage, die im Berliner Tagesspiegel vor kurzem veröffentlicht wurde. Dort hat der Berliner Tagesspiegel eine Umfrage machen lassen und dabei kam raus, die Mehrheit der Deutschen lehnt es ab, ein Datum festzuzurren oder ein Datum zu benennen, an dem Neuzulassungen von Verbrennerfahrzeugen dann nicht mehr möglich sind. Also es geht um dieses, nennen wir es mal, Verbrennerverbot, wobei wir ja immer und überall über die Neuzulassungen sprechen und nicht darüber, dass bestehende Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren dann plötzlich nicht mehr betrieben werden dürfen. Manche Leute denken so, aber das ist ja gar nicht der Fall. Ja, 55% ist da rausgekommen. Diese Zahl, 55% der Deutschen oder beziehungsweise der Befragten, kann man nur hoffen, dass das eine repräsentative Umfrage war, lehnen also es ab, ein solches Datum festzumachen. Und das erscheint irgendwie total paradox, wenn man doch gerade weiß, dass immer mehr Länder um uns herum solche Bestimmungen erlassen. Ich erinnere nur mal an Norwegen, 2025 ist es da soweit oder England 2030, die haben das vorgezogen, viele andere Länder auch. Und natürlich wissen wir, dass Deutschland jetzt nicht der Nabel der Welt ist, was die Anzahl der verkauften Autos angeht und so ein Land wie Irland, Island, England oder Norwegen natürlich auch nicht. Aber klar ist auch, von solchen, nennen wir sie also mal Verbrennerverboten, da geht natürlich ein Signal aus und auch in den USA wird das jetzt diskutiert. Unter der neuen Regierung wird ein Verbrennerverbot, also ein Zulassungsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ernsthaft diskutiert. Und das ist dann schon mehr als nur ein kleines Signal an die Wirtschaft, sich zu verändern. Und das muss auch so sein. Und gerade für uns Deutsche wäre das wichtig, denn unsere Autoindustrie ist ja Jahre, Jahrzehnte lang durch die Herstellung von Verbrennungsmotoren, durch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren geprägt. Ein Großteil unserer Wirtschaftsleistung, unseres Wohlstandes beruht ja letztlich darauf, dass wir solche Fahrzeuge für die ganze Welt herstellen, auch für uns, für die ganze Welt. Und wenn jetzt sozusagen klar wird, dass um uns herum überall immer mehr Länder aus diesen Fahrzeugen aussteigen, auf dieser Antriebstechnik aussteigen, dann sollte es doch eigentlich unser ureigenstes Interesse sein, weiterhin dann Produkte verkaufen zu können. Und das müssen eben dann alternativ angetriebene Fahrzeuge sein, namentlich natürlich Elektrofahrzeuge. Das erscheint so ein bisschen verwunderlich, das erschließt sich irgendwie nicht und ich bin mir sicher, dass die eine oder der andere Psychologe dafür eine gute Erklärung hat.
Gut, aber das Ganze geht ja weiter. Das wäre jetzt ein bisschen einfach gewesen, das zum Wort des Freitags zu machen, denn über dieses Thema ist ja schon lang und breit genug gerichtet worden. Aber man muss das ein bisschen in den größeren Zusammenhang stellen. Und der größere Zusammenhang, der geht eigentlich oder der ging eigentlich weiter in den letzten 10, 14 Tagen, konnte ich einen Bericht lesen, ich glaube vom Südwestfunk, SWR, irgendwie aus der Ecke, nämlich ein Dorf mit dem interessanten Namen Kupferzell, die es ablehnen, dass in ihrer Umgebung ein großer Batteriespeicher gebaut wird, der benötigt wird, um Strom aus erneuerbaren Energien aufzunehmen und ihn dann später zur Verfügung zu stellen und den man auch benutzt, um sozusagen die Stabilität im Stromnetz zu gewährleisten. Das wird ja an vielen Stellen schon gemacht. Solche Batteriespeicher, dort in Kupferzell sollte jetzt wieder mal ein noch größerer Batteriespeicher entstehen und es kommt oder beziehungsweise es kam, wie es kommen musste, Bürgerinitiative, die sich vehement gegen den Bau dieses Batteriespeichers wehrt, mit Argumenten, die einem wirklich irgendwie schwer über die Lippen gehen, von Strahlung, über Magnetfelder, über Lebensversuche an Menschen mit solcher Technik. Und das Schärfste in diesem Bericht, der letzte Satz, der dort gesagt wurde von der einen Dame, das Ding gehört hier nicht her, das soll woanders gebaut werden. Also dieses St. Florians-Prinzip ist ja alles ganz schön und gut, aber bei mir bitte nicht. Ja, und was mussten wir noch weiter in dieser Woche lesen bzw. hören? Die ersten Windräder in Brandenburg werden jetzt abgebaut. Die Bundesregierung hat es also nicht geschafft, das EEG rechtzeitig zu reformieren. Die ersten Windräder in Brandenburg werden abgebaut und sicherlich nicht nur bei uns in Brandenburg, sondern in anderen Bundesländern auch. Obwohl wir ja eigentlich wissen, dass wir diesen Umstieg brauchen, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen für Elektromobilität, für sauberen Strom, für die Produktion und so weiter und so fort. Und dann passiert eben genau das, was befürchtet wurde, nämlich es beginnt sozusagen der Abbau der Windenergieanlagen, die eben 20 Jahre lang gefördert wurden und sich eben ohne weitere Förderung am Markt noch nicht behaupten können. Und das Ganze wieder in den Kontext, dass ja es andere Umfragen gibt, nach denen die Mehrheit der Deutschen sehr wohl eigentlich für die Energiewende ist, für den Ausstieg aus der Kohle, für den Ausstieg aus der Atomenergie, weil beides zu gefährlich ist, ja, Klimaveränderung, Strahlungsrisiko und so weiter und so fort. Und dann fängt man aber auf der anderen Seite wieder an, genau das, was ja eigentlich der Umstieg ist, also den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Aufbau von Windenergieanlagen, von Solarparks, der Aufbau von Batteriespeichern, der Umstieg in der Mobilität, all das dann vor seiner eigenen Haustür vehement zu bekämpfen, will ich schon fast sagen, abzulehnen, zu bekämpfen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und da frage ich mich langsam, was ist eigentlich mit uns Deutschen los, dass wir es uns so unfassbar schwer machen, hier diesen Weg einfach weiterzugehen und vor allem zu erkennen, welche Chancen das bietet. Und um jetzt sozusagen das Bild ganz rund zu machen, nehme ich mal mein Video Tanken, nein danke, noch dazu. Ein Video, was ich gedreht habe, absichtlich, um ein bisschen auch zu provozieren. Denn natürlich ist es mir völlig klar, dass noch lange nicht alle Menschen so problemlos auf Elektromobilität umsteigen können, wie vielleicht ich das kann, weil ich das Glück habe, in einem kleinen Reihenendhaus zu wohnen, wo ich eben an meiner Hausseite mir eine Lademöglichkeit anbringen konnte. Das können natürlich noch lange nicht alle, das ist mir vollkommen bewusst und trotzdem wollte ich einfach mal so ein provokantes Video machen und genau das, was ich auch so ein bisschen damit erwartet oder auslösen wollte, kam auch, nämlich zum Teil recht heftige Reaktionen. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Hast du eigentlich keine Ahnung, wie es bei uns im Wohngebiet aussieht? Wie soll ich denn? Und so weiter und so fort. Ihr kennt alle diese Sachen. So, und irgendwo bildet sich daraus ein Bild, wo ich sage, wir tun es uns irgendwie wahnsinnig schwer, denn ich habe auch auf einige der Kommentatoren zu meinem Tanken-Nein-Danke-Video geantwortet, hast du dich denn eigentlich schon mal mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt? Hast du denn eigentlich mal wirklich geguckt, gibt es nicht in deiner Umgebung eine Ladesäule? Hast du mit deinem Vermieter gesprochen? Gibt es nicht vielleicht doch da irgendwo eine Steckdose? Gibt es nicht irgendwo
andere, die eine Wallbox in der Nähe haben, die man sich teilen kann. Also so, nutzt doch mal so eine Service wie YouCharge.me oder auch in der Air Electric App gibt es ja solche Möglichkeiten, geteilte Wallboxen zu finden. Sprich doch mal deinen Edeka, deinen Rewe an, ob der nicht eine Wallbox, eine Ladestation bauen will und. Es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das heißt nicht, dass es immer geht. Aber es geht, glaube ich, an viel mehr Stellen, als wir uns das so auf Anhieb vorstellen wollen. Und wir haben einfach, viele haben einfach viel zu wenig Erfahrung mit der Elektromobilität und viele setzen sich auch vielleicht so ein bisschen zurück und warten darauf, dass es dann irgendjemand für sie macht, anstatt die Chance der Energiewende und auch die Chance der Elektromobilität zu nutzen, das selber in die Hand zu nehmen. Wie oft ärgern wir uns, ja, der Tankstelle da hat schon wieder die Preise erhöht und der Energieversorger hat schon wieder die Preise erhöht, alles ganz furchtbar. Ja, aber habt ihr denn ein Balkonkraftwerk aufgebaut? Habt ihr denn mal geguckt, ob man nicht irgendwo sich in so einer Energiegenossenschaft engagieren kann? Das soll kein Vorwurf sein, sondern das soll einfach nur eine Anregung sein, nicht zu meckern. Sich nicht immer aufzuregen und zu sagen, wenn da ein Windrad entsteht oder wenn da irgendwas ist, was mir vielleicht ein bisschen stört oder ich nicht so wahnsinnig schön finde oder wie auch immer, sondern mal über die Chancen nachzudenken, die sich daraus entwickeln für uns alle und natürlich auch für mich. Ich gucke gerade hier an die Seite, ich fahre nämlich hier an so einem kleinen Windpark vorbei und da entsteht nämlich gerade die nächste Windenergieanlage und ich freue mich darüber. Ich finde es toll. Vielleicht finde ich sie auch nicht so wahnsinnig schön, aber wir brauchen es doch. Also wir Deutschen müssen vielleicht mal ein bisschen lernen, nicht immer gleich zu gucken, was ist so schlecht an dieser oder jenen Sache und was geht alles noch nicht an dieser oder jenen Sache, sondern welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich daraus für uns. Ja, der wäre mir jetzt beinahe hinten reingefahren. Tut mir leid, dass ich hier mit 80 lang fahre. Das ist es, worum es mir geht. Und ehrlich gesagt, ja, manchmal muss ich mich dann doch so ein bisschen wundern und mich fragen, wir sind doch eigentlich ein Land der Dichter und Denker. Wir haben eine gute Ausbildung. Unsere Kinder können eine gute Schulbildung genießen. Ich bin ja selbst Grundschullehrer und bin jetzt auf dem Weg zur Schule und leiste auch heute vielleicht wieder so einen kleinen Beitrag dazu, dass wir uns wirklich Dichter und Denker nennen können, dass wir über die Dinge nachdenken. Aber ich glaube, vielleicht sind wir so ein kleines bisschen denkfaul geworden. Was meint ihr? Vielleicht sind wir ein bisschen zu bequem geworden. Geht's uns vielleicht doch ein bisschen zu gut, dass wir eben sagen, das soll jemand für uns machen. Ich bin nicht bereit dazu und ich bin auch nicht bereit dazu, die ein oder andere Einschränkung hinzunehmen. Da bin ich jetzt mal sehr auf eure Kommentare gespannt. Schreibt's einfach mal unten drunter. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt, euch diese Worte zum Freitag anzuhören. Und wenn ihr uns, Steve und mich, supportet mit einem Abo oder mit einem Like, freuen wir uns umso sehr darüber. In dem Sinne, bis zur nächsten Live-Sendung, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Wort zum Freitag, wie auch immer. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.